Hallo Freunde des guten Geschmacks, schön, dass ihr dabei seid bei unserem Guide Zähmen leicht gemacht. Wir sind heute wieder auf Scotch Earth und wir wollen uns heute eins der meiner Meinung nach fast schwersten Tiere zähmen, die es gibt. Und zwar zähmen wir uns heute einen Mantis. Der tigert da hinten auch schon ganz wühlig rum. Wir müssen bloß aufpassen, da ist einiges, was da rumläuft, was mich nicht gerade mag und nicht sehr nett zu mir angeeignet ist. Aber ich glaube, der Tech kümmert sich schon. Eins. Ja, siehst du, das habe ich ganz vergessen. Die beiden habe ich auch dabei, meine Anna und mein Tech. Hallöchen. Hallo. Jetzt ist das natürlich so eine Sache mit der Mantis. Das ist quasi fast wie beim Anthropoiler. Das ist wieder eine passive Zähmung, aber die Viecher sind richtig bissig und zickig. Ihr braucht auf jeden Fall Insektenschutzmittel. Wie ihr das herstellt, nehmt ihr unten bitte aus der Infobox raus oder aus der Videobeschreibung von unseren Kochvideos. Ja. Und ihr braucht ganz wichtig, ihr braucht Todeswurm, Drachen. Hörner. Und wie ihr die kriegt, da guckt ihr auch mal unten in die Infobox. Da ist nämlich auch noch ein Video, wie ihr Todeswurmdrachen kriegt. Die gibt es hier nämlich. Todeswurmhörner kriegt. Die gibt es hier nämlich auf SE in der Wüste und die sind ziemlich arschig eigentlich. So, jetzt sind da hinten zwei Mantis. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich knall mir jetzt erstmal Insektenschutzmittel drauf und dann werde ich mal gucken, dass ich da ganz langsam rankomme an einen der Kandidaten. Wie gesagt, passive Zähmung von hinten. Ne, Anna mag's von hinten, wissen wir. Aber immer noch. Jetzt sehe ich bloß gerade nicht. Der guckt mich natürlich genau an und das ist nicht so gut gerade. Wir müssen also von hinten an das Ding ran und dann mit dem Todeswurm E-Zähmen und schnell wieder weg. Weil wenn die aggressiv werden oder so, ist die ganze Zähmung im Arsch. So, jetzt guckt er gerade nicht. Und zack, das war ein Low Level. Das war ein Low Level Level 14. Wir haben den schon gezählt mit einem Drachenhorn. Normalerweise dauert das richtig lange und ist richtig aufreiben. Ne? So, jetzt müssen wir gleich nur noch mal gucken. Jetzt haben wir hier eine Mantis, die kann natürlich auch bestimmt nicht viel tragen an Gewicht. Nee, die kann wirklich nicht viel tragen. Aber wir verziehen uns jetzt erstmal mit der Mantis in sicheres Gefilde und dann suchen wir uns den Sattel raus und werden die noch mal einreiten, falls ich bis dahin nicht verdurstet bin. Ne? Das ist nämlich das nächste Problem, dass ich gerade am Durst leide. Und meine Feldflaschen sind natürlich alle leer. Ist natürlich wieder mal voll Da für sind den Wasser dann Arsch. wieder. Aber da ist ein Wasserdampfbeutel. Siehst du, Tech hat's drauf. So, dann werden wir den mal kurz ausleeren. So, danke, mein Freund. So, und dann gehen wir zu unserem Drachenmundgeruch und dann werden wir uns diese Mantis nochmal ganz genau angucken. So, die sieht schon geil aus, ne? Die sieht schon richtig geil aus. Also ihr braucht auch keine Angst haben. Die könnt ihr paaren. Es gibt männliche und weibliche. Und ihr braucht euch keine Gedanken machen, also die Weibchen werden nach der Paarung dem Männchen nicht den Kopf abbeißen, ne? So wie es ist. Die machen das ebenfalls nicht. So, dann werden wir jetzt mal unser Inventar leer machen. Wir haben hier noch ganz viel Kacke vom Dungbeetle-Zähmen im Inventar. Das hauen wir jetzt mal alles raus. So, und dann holen wir uns den sehr. Der Tech, der steht auf Scheiße, der sammelt immer alles ein. Das ist. Ei, Mann. So, jetzt Wichtige gucken wir Sachen. mal. Wo ist denn der Sattel von der Mantis? Haben wir den gar nicht mit? Doch, den haben wir. Ich hab's im Drachen. Ach, Anna hat einen Drachen. So, wo ist denn Entschuldigung. Anna? Ach, Anna ist wieder unterwegs mit ihrem Drachen, wahrscheinlich in der Weltgeschichte. Nee. Hinter dir. Ach, da kommt sie, da kommt sie mit dem Drachen. So, und da ist er auch schon ausgeplumpst, der Sattel. So, den setzt jetzt erstmal auf die süße Mantis. Einmal Sattel. So, und jetzt seht ihr, ihr habt Hände hier, ne? Das ist nämlich ganz geil bei der Mantis. Ihr könnt ihr nämlich Waffen in die Hand drücken. Dann hat die jetzt hier, wenn ich ihr Schwerter gebe, hat die zwei Schwerter in der Hand. Die hat auch so, ihr könnt das auch mit dem Farm machen. Die farmt dann für euch. Ob die jetzt automatisch farmt, weiß ich leider nicht. Ich glaube, die macht es nicht. Wäre natürlich richtig geil, wenn die dann durch die Weltgeschichte läuft und automatisch farmt. Das machen aber nur eine bestimmte Anzahl Dinos. Da kommen wir aber in einem ganz anderen Video zu, welche Dinos selbstständig farmen. So, die Mantis ist jetzt quasi ausgerüstet mit Schwertern und kann jetzt, sage ich einfach mal, ins Gefecht ziehen. Ich gucke mal, vom Gewicht her könnte das, wir könnten die nochmal auf Gewicht leveln. Wir leveln die jetzt einfach mal auf Gewicht, aber wir sind jetzt schon leider zu schwer für die Mantis. Deswegen müssen wir unser Inventar nochmal ein bisschen ausleeren. Wir werden mal einfach wieder alles rausschmeißen, wie immer. So, und jetzt müsste das doch schon passen. So, jetzt geht's los. Die ist auch richtig flott. Guckt ihr das an? Zack. Und die kann dann hier auch, die boxt hier richtig mit den Schwertern rum. Und das ist eigentlich ganz lustig gemacht. Und die hat auch so einen Powersprung. Bam!
Hier sind so ein paar Ameisen, die killen wir jetzt mal. Kommt der hier, ich schnitzel euch weg. Ah, bam. Also ist ein ganz lustiges Tier. Ich denke mal, für PvP-Server ist das auch recht funny mit dem Ding. Wenn da so eine Horde Leute auf so Mantis angerissen rinden kommt mit Schwertern, das könnte ganz interessant werden. Such doch mal das Salz abzubauen, Maxi. Das Salz? Ich gucke mal. So, jetzt fahren wir mal Salz. Hier tut sich aber nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal die Schwerter von der Mantis rausnehmen. Zack. Und eine Spitzhacke ran. Die habe ich jetzt nicht dabei. Hat einer eine Spitzhacke dabei? Und so hat jetzt drauf. Jetzt hat die Spitzhacke drin. Und jetzt können wir schön, zack. Jetzt farmen wir Salz und Feuerstein. Also ihr könnt mit dem Ding auch farmen. Das Ding hat natürlich auch einen Gewichtsvorteil. Der Tech kann euch dazu jetzt gleich nochmal genaueres zu sagen. 50% an Metallverlust, also Gewicht, Salz, Obsidian, Öl, Holz, Stroh, Stein. Also wie gesagt, wie bei manchen anderen Dinos, ich sage es mal beim Ankelo, ihr habt bei manchen Sachen habt ihr Gewichtsverlust. Jetzt sage ich mal um die Hälfte, mache ich jetzt einfach mal, oder Tech, um die Hälfte passt, ne? Ja. Und dann ist das doch eigentlich ganz angenehm. So, das ist die Mantis. Wir haben Glück gehabt bei der Zähmung. Normalerweise zähme ich mir so Tiere, die im 120er, 130er Bereich sind. Da bin ich da um ein, zwei Stunden im Gange und brauche auch ein paar mehr Drachenwurmhörner. Wie ihr die Todeswurmhörner kriegt, wie gesagt, guckt unten mal in die Infobox in dem Video Todeswurmhörner farmen. Dann wisst ihr da genauso Bescheid, wie das funktioniert. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, das Video euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like, ein Abo nach oben. Alles Mögliche könnt ihr mir da lassen. Kommentare, haut rein. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr richtig viel Langeweile habt und genauso viel Bock auf Ark wie wir, kommt zu uns auf den Ark-Server von unserer Junkie Monkeys Community. Der Server heißt Fallen Ark. Die Server-ID findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.